Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im Psalm 118, Vers 15 steht: Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, denn in seinen Augen ist ihr Leben wertvoll. In seinen Augen ist dein Leben wertvoll. Ist das nicht großartig? Er wird dich nie verlassen und er bewahrt dein Leben. Hoffnung um 12. Du bist nicht das Dunkle deiner Vergangenheit. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Du bist nicht das Dunkle deiner Vergangenheit. Bestimmt wurdest du schon von Menschen verurteilt, was dir richtig wehgetan hat. Und bestimmt hast du dich auch selber schon verurteilt. Wie bin ich doch so schlecht? Bin ich doch ein Dussel? Bin ich doch doof? Und was auch immer. Ich sag dir, mach das wirklich nicht. Du bist wirklich ein Abbild Gottes. Ja, aber der macht doch keine Fehler. Ja, drum möchte er dich immer mehr verwandeln in sein Bild. Und das ist wirklich das Wunderbare. Gott beurteilt dich nicht nach deinen Fehlern. Und das ist wunderbar. Menschen tun das sehr, sehr gerne. Jeder Fehler, ach, ist das ein und so weiter. Ja, Gott beurteilt dich nicht nach deinen Fehlern. Er nimmt dich in den Arm. Und du musst deine Identität kennen, dass du ein Kind des lebendigen Gottes bist, dass du zu dieser Familie gehörst. Und dann verurteilst du dich nicht selbst. Und wenn du verurteilt wirst, sagst du, macht mir nichts aus, ich bin trotzdem ein Kind des lebendigen Gottes. Danke, Herr. Danke, Herr, für jeden, der jetzt zuschaut. Herr, danke, Herr, dass die Schmerzen der Verurteilung verschwinden. Herr, dass vergeben werden kann. Und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du uns nicht nach unseren Fehlern beurteilst, sondern weil wir ein Kind von dir sind. Danke, Herr, dass du uns da nicht verurteilst, sondern uns in deine Arme nimmst. Danke, Herr. Amen. Viele Gebetsanliegen erreichen uns, unter anderem auch folgendes für eine junge Frau. Liebes Gebetsteam, bitte beten Sie für meine Nichte. Sie ist heute nach kurzer Zeit zum zweiten Mal an der Brust operiert worden, da Krebs diagnostiziert wurde. Sie ist noch jung und hat zwei kleine Kinder. Vielen herzlichen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch diese junge Frau kennst und dass der Krebs besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass sie Heilung erfahren darf, dass du sie berührst und dass jede Krebszelle austrocknet im Namen Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Heilende bist und dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und du weißt, dass diese zwei kleinen Kinder ihre Mama brauchen. Und ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst in wunderbarer Weise, dass wir das sehen und erleben dürfen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Anliegen. Liebes Gebetsteam, ich grüße herzlich und bitte sehr um Fürbitte für meine starken Beschwerden im Kiefergelenk, Ohrenschmerzen und Halswirbelsäule. Danke vielmals. Jesus, und du kennst auch diese Person, die Schmerzen hat im Kiefer, in den Ohren und in der Halswirbelsäule. Danke, Jesus, dass du diesen ganzen Bereich wiederherstellst. Danke, dass diese Schmerzen verschwinden im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du der Herr bist, der heilt, der das wieder in Ordnung bringen kann, wo vielleicht die Halswirbelsäule, die Knochen nicht richtig stehen. Und wir befehlen diesen Knochen in die richtige Stellung zurückzukehren. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Ohrenschmerzen aufhören und auch diese Kieferschmerzen und dieses Kiefergelenk wieder völlig in Ordnung kommt. Danke, Jesus. Und auch alle die anderen Personen, die mit dem Kiefer oder Ohren oder Wirbelsäule Probleme haben. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der niemand übersieht, der jeden kennt. Und ich danke dir auch für jeden Einzelnen jetzt, den du berührst und wo da in diesen Bereichen Schmerzen hat oder wo irgendetwas nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erhielten wir dieses Gebetsanliegen. Ich leide seit über 6 Jahren an einer Depression. Bitte beten Sie für mich. Danke. Und ein weiteres Gebetsanliegen wegen Depressionen. Bitte beten Sie mit für meinen Freund. Er hat ein Trauma und Depressionen. Er braucht dringend einen guten Arbeitsplatz. Danke für die Gebetsunterstützung. Ja, danke, Herr. Herr, du kennst jetzt die beiden Personen, aber die vielen, die auch Depressionen haben. Ganz besonders die, wo der Feind ihnen ein negatives Gedankengebäude aufgebaut hat, wo das Unmögliche und das Schreckliche und alles, sie nur die Sackgassen sehen. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem wirklich begegnest und Herr, dass er bereit ist, jede Person bereit ist, deine Dimensionen der Lösung anzunehmen, deine Größe und deine Möglichkeiten, beginnen zu glauben, dass du Dinge tun kannst, die sie für unmöglich halten, die für sie wirklich die großen Berge sind, wo sie meinen, es verändert sich eh nichts mehr. Ich danke dir dafür, Herr, für jeden, der Mut macht, Mut fasst, Herr, der nicht nur sagt, Herr, hilf, sondern der Mut fasst und sagt, ja, mit meinem Gott wird es möglich sein. Ich danke dir dafür, Herr, dass diese Depressionen verschwinden in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir dafür, dass du der Löser bist, dass du der Heiler bist und dass du Wunderbares tust, auch mit dem Arbeitsplatz. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen erreichte uns. Hallo ihr Lieben, meine ältere Schwester leidet an einer Augenerkrankung mit Sehstörungen. Bitte betet um Heilung. Herzlichen Dank und liebe Grüße. Ja, Gott kann auch das heilen. Er hat auch bei mir an dieser Sache viel, viel getan mit dem Sehen. Und da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch wunderbar diese Augen berührst. Danke, Herr, dass wir wieder Normalität in diese Augen hineinrufen dürfen, in deinem wunderbaren Namen, Jesu. Ich danke dir, dass du wunderbar der Heiler bist und der den Normalzustand wiederherstellt. Danke, Herr, in deinem Namen, Jesu, bitten wir. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe. Wie wunderbar. Und auf WhatsApp kam diese Gebetserhörung. Herzlichen Dank für euer Gebet. Am selben Tag bekam ich Tränenflüssigkeit. Danke, Jesus und euch. Somit geht es sehr gut und Jesus stellte die normale Regulierung der Tränenflüssigkeit wieder her. Eine Gebetserhörung von der Gebetsnacht. Gott hat in der Gebetsnacht gewirkt. Er befreite mich von Sammelsüchten. In meiner Ehe ist jetzt ein Mehr an Zueinander zu spüren. Ich wurde von Durchfall befreit und erlebte eine teilweise Heilung am Bauchfett. Das ist doch schon allerhand. Dank dem Herrn. Das ist wirklich großartig. Und eine weitere Gebetserhörung. Danke für eure Gebete. Meine Kinder reden wieder miteinander. Und ich bin am Reflux geheilt und ich habe meine Fortbildungsprüfung bestanden. Danke Gott dafür. Was für wunderbare Gebetserhörungen. Das ist so schön und nicht nur Heilungen, sondern Kinder reden wieder miteinander. Was ist das für ein großes Wunder? Und wenn du eins erlebt hast, lass es uns einfach wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp des Tages. Gott dringt direkt in den Kern deines Schmerzes vor, um dich davon zu berühren. Frage an dich, lässt du es zu? Manche haben gerne Mitleid und lassen wirklich den Schmerz zu und sagen, ja, sonst habe ich kein Mitleid. Ich sage dir, lass zu, dass Gott dich berühren kann, direkt im Schmerz. Und wie könnte das in deinem Leben aussehen, dass Gott in dein Leben hineinkommt, um deinen Schmerz zu heilen? Mach dir mal darüber Gedanken. Und Gott erhört Gebet. Und deshalb beten wir auch gerne für dich. Und du darfst uns dein Gebetsanliegen schicken. Und auch das Telefon ist heute bis 13 Uhr besetzt.
Es ist Freitag, übermorgen ist Sonntag und da sind wir um 10 Uhr wieder für dich da. Im Gottesdienst, Livestream, Isolde wird am Sonntag predigen. Schalte ein und werde gesegnet. Wir wünschen dir ein ganz gesegnetes Wochenende. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.